Seit 2007 ist Susan Höcke als Viktoria Tarasch im Sturm der Liebe zu sehen. Nach über 2 Jahren heißt es nun, vorerst Abschied nehmen vom Fürstenhof. Es bleibt total viel, ganz viel Erfahrung, ganz viele wunderbare Begegnungen mit Kollegen, mit tollen Schauspielern, mit einem unglaublich großartigen Team. Das, was habe ich in meinem ganzen Leben noch nie erlebt, so ein Zusammenarbeiten und Harmonieren, was sich, glaube ich, auch echt über den Bildschirm transportiert, dass das hier einfach so eine Family ist. Das ist halt so ein Eigenleben hat sich hier entwickelt, ein kleines Universum, in dem man lebt, das Fürstenhof-Universum, und ich werde es extrem vermissen. Ah, was die Susan wieder alles streicht. So, und was? Aber ist nicht so öfters. Das macht meistens Sinn. Ja, ist wirklich, ja, ist gut. Warst du schon immer. Das ist das. Ja, okay. Das ist so. Von Martin gestrichen. Naja, Alter, kann man gerade so gelten lassen. Alright, where's my phone? Einer von denen. Ach, da. Man spielt Geschwister. Aber es entwickelt sich da auch so eine ganz persönliche geschwisterliche Ebene. Und die werde ich auf jeden Fall vermissen. Aber man bleibt in Kontakt. Insofern ist es ja nicht aus der Welt. Eigentlich wollte ich gar nicht modeln, aber besonders nach dem Artikel. An ihrem letzten Drehtag nimmt uns Susan Höcke mit hinter die Sturm der Liebe-Kulissen. Die müssen alle weg. Geil, immer die Leute hinter der Kamera. Ihr wollt jetzt sehen, was so meine Lieblingsklamotten von Viktoria sind. Ne? Ich bin ja da ganz gut weggekommen, also nichts Spießiges oder irgendwas. Früher war ja so Businessfrau und da hat man dann schöne Anzüge angehabt. Und jetzt ist sie eher so auf gemütlich, privat, Schlabberlook, was mir privat, wie man sieht, auch relativ gut gefällt. Also hier hängen jetzt, wir haben das praktisch bei uns immer so, hier hängen die ganzen Rollen eben nebeneinander. Das ist jetzt die ganze Woche. So, und was ich zum Beispiel ziemlich cool finde, und die werde ich mir auch kaufen, die Hose. Das ist eine Schlaghose. Und dazu hat sie eigentlich ein ganz, ganz tolles Hemd. Mit dem weißen Kragen? Ja, genau. Da ist es. Das ist zum Beispiel so eins, was ein Hemd der Hemden ist, was ich so privat auch tragen würde. So, das ist jetzt nicht zu spießig, das hat eine super schöne Farbe. Und das sieht mit der Schlaghose 1A aus. Ne? Ich zeige euch mal, was passiert, wenn uns Schauspielern langweilig wird. Dann kommt mal kurz mit. Eines Tages kam der Tag, wo wir uns dachten, was kann man noch so Schönes mit Autogrammkarten machen? Das ist dann dabei rausgekommen. Wir haben unsere Gesichter alle ausgeschnitten. Jogi Löw, er sieht doch aus wie Jogi Löw, oder? Das ist doch großartig. Also was dann letztendlich dabei rauskommen kann, wenn man unsere Gesichter und Frisuren und alles durcheinander, sehen wir noch besser aus als sonst, ne? Tja, das dazu, was ist, wenn uns langweilig ist. So, und jetzt zeige ich euch meine Garderobe. Aber da ist ja nicht mehr so viel drin in meinem Zimmer. Huiuiui. Weil ich schon alles mit nach Berlin genommen habe. Man hatte hier so einen schönen Fernseher. Und was ich auch ganz toll finde, Anna, Angelina und ich haben uns mal ein Zimmer geteilt. Und das ist noch übrig geblieben von ihr. Rolle Leonie. Ja, das ist mein bescheidenes Reich. Und wie gesagt, so der ganze Privatkram ist leider schon raus, wie Fernseher und Anlage, womit man sich dann ein bisschen berieseln und ablenken kann, wenn man mal eine Pause hat. Ich weiß gar nicht, wie das Ding aufgeht. Ich guck mal. Doch, guck hier, schau, pass auf. Ne? First, a year after. Naja. Und jetzt so. Bisse. Och, was. Also Susans Tage sind gezählt. Ich find's großartig. Endlich ist sie weg. Super. 1,5 Jahre Hölle und Quälerei liegen hinter mir. Susan, mach's gut. Es ist grauenhaft. Für mich ist es ganz, ganz grauenhaft, dass sie geht, weil das natürlich eine sehr, sehr besondere Situation ist. Du spielst 1,5 Jahre ein Paar mit Höhen und Tiefen, mit Situationen, die eigentlich vom Schicksal her für die ganze Bevölkerung in Deutschland reichen würden. Das haben wir jetzt in 1,5 Jahren durch und ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das wird ohne Susan. Also ich bin da, habe ein bisschen Angst davor. Okay. Kannst du mir mal erklären, was der Blödsinn soll mit der Ärztin in New York? Eine gute Idee. Ich dachte, wenn... Simon, wann hörst du endlich auf, mich zu bevormunden? Ein letztes Mal steht Susan Höcke in dieser Szene vor dem Sturm der Liebe-Kameras. Aber ist es auch der endgültige Abschied von Viktoria Tarasch?
Felix heiratet ja, vielleicht kommt die Viktoria wieder, vielleicht kommt sie eines Tages, den Sturm wird es ja in 10 Jahren noch geben und vielleicht werde ich eines Tages den Hoteldirektor im Rollstuhl durch die Lobby schieben, wer weiß. Die Szene ist im Kasten, aber diesmal gibt es auch hinter der Kamera große Emotionen. Es war eine ganz wundervolle Zeit, die ich nie vergessen werde und so ein Team wie ihr, das habe ich noch nie erlebt. Danke. Gibt's auch nur einmal. Thank you.